So, hallo und alle zur nächsten Folge von League of Legends. Heute spiele ich mal Zac im Jungle. Auch wieder ein Ranked Game. Mein erstes Mal Zac, ist mir aber egal, weil mir gerade sowieso alles egal ist im Ranked. So, und ja, wir gucken mal, was das hier so wird mit dem und wie ich da weiterkomme. Ich habe eigentlich gedacht, dass Zac gebufft worden wäre. Auf dem Q sollte irgendwas Prozentuales drauf sein, aber das habe ich nicht feststellen können. Ich habe ja doch hier LoL-Trends gesehen. Hieß es da nicht, dass auch noch ein prozentualer Wert plus 2,5% oder so drauf ist? Anscheinend nicht. War aber nicht PBE eigentlich, habe ich drauf geachtet. Habe ich eigentlich drauf geachtet, dass es nicht PBE ist. Und nächste Frage ist, warum startet man mit Zac mit dem anderen Jungle-Item, wenn Zac doch gar kein Mana hat? Da ist doch ja wohl dieses Item hier 10-mal besser. Oder? Ja, ist es aber. So, mal gucken. Mal gucken, was ich mit dem mache. First mal Zac und dann noch ein Ranked. Ja, ich gucke einfach, dass ich mal hier die Dinger treffe. Meine Blobs einsammle und jetzt mal gucken, ob ich irgendwo gehen kann. Was? Die haben denn die auf der Top? Jo. Ja, die Mitte pusht halt übelst. Ein Bot, den ich jetzt gerade hat. Wer ist überhaupt die Range von dem? Ah, ist recht weit. Geht ja noch. Was haben die Jungle denn? Nidalee, die haben dem Jungle. Ja. Wo soll ich jetzt hin? Ich kann weder Top noch Bot ganken. Ja, der Red hier ist auf jeden Fall weg. Jetzt müsste ich mal runtergehen. Komm schon. Ja, okay, bin ich wahrscheinlich hier. Ist egal. Aber First Blood ist immer worth. So, ich hole mir halt Tank-Item ganz normal. Ein paar Boots, damit ich schneller bin. Und ein Pink Ward. Oh, Lux, ernsthaft? Warum ist die denn einfach weggegangen? Die hat doch nur 5 Leben gehabt. War doch klar, dass sie nicht da kommt. Man weiß nicht, wo der gegnerische Jungler ist. Also geht mal back. Ja, mal gucken, ob ich da Bot was machen kann. Ich stelle mich mal hier dahinter so ein bisschen und guck mal, ob ich da runter. Ja. Ja gut. Danke Lux, haben wir festgestellt, dass der weg ist. Was maximiert man denn auf Zac? Die Q oder das W? Was maximiere ich denn? Macht Most Damage. Die W? Machen wir die W als erstes. Ich mach mal die W als erstes. Warum geht ihr jetzt back, wenn die Minions bei euch in den Turm reinrennen? Das ist die Frage. Ja gut, aber Sustain vom Zac im Jungle ist gut. Mom always said,
Komm ich nicht so ran. Verdammt, der Tiger war noch da. Ich gehe mit runter. Die wissen, dass wir da sind. Ah, steht wahrscheinlich ein Wort drin. Hier ist ein Wort drin. Ist die Dödli schon Level 6? Die ist schon Level 6. Ja, ich bin als viel erfolglos ganken gewesen. Leute, kommt mal. Geht mal. Na egal. Ja, haben sie gekriegt. Da war sie zu gierig. Ich sollte mal durch meinen Jungle gehen. Ich habe keine Ahnung, was man auf Zack Maxim. Ich mache einfach mal die W, weil die kannst du alle Furzlang benutzen jetzt. Oder die E, damit du häufiger springen kannst. Das kann jeder cool dann runter. Ne, der bleibt bei 5 Sekunden. Aber das Prozentuale. So, muss ich back. Muss ich back. Hole ich mir wirklich rein nur Tank-Items oder... Ja. Gucken wir jetzt auf der Botlane, was mache ich mit nochmal Level 5. Es kann nicht sein, dass ich so weit hinterher hänge. Ich guck mal, ob ich gleich mal Bot ganken kann, aber dazu noch. Knappe Sache. Ja, jetzt habe ich schon mal die Ulti, mal gucken, ob ich die auch richtig einsetzen kann. Habe ich nämlich noch gar nicht gespielt. So, dann lass mal gucken, ob ich hier gut reinkomme. Kassadin ist schon wieder runtergeportet, ey. Kannst du mir denn erzählen? Kassadin ist unten Level 8. Oh, ernsthaft? Ich bin noch in der Luft abgefangen worden. Schade. Nidalee war auch noch da. Irgendwas hat mich in der Luft... Ach,
Ja, egal, gut. Habe ich nirgendwo hin mitnehmen können, aber bin noch mit der Ulti draufgesprungen, hab ihn gekriegt. Ja, gut. Wir sollten hier den, Wir haben hier vorne das Ding gemacht. Ich habe aber, Smite. Man kann raushüpfen. Juhu, ich habe den sogar noch mitgenommen. Schade, er hat die Lux noch gekriegt. Hey, da kommt die Ulti. Oh lol, er hat die fast oben gekriegt. Na, ich laufe jetzt zurück. Meistens so, wenn du in der Base bist, bist du schneller zurückgelaufen, als wenn du... Lol, der hat die noch gekriegt. Ja, das würde ich mal... Das vielleicht und dann go. Sicher, dass man die... Ja... Ich würde gerne öfter springen. Ich weiß nicht, ob es hier Cooldown reduziert mit... Dings und so. Komm wieder, Bot. How's it going? I need to see if people can see how awesome I am. Kann ich vergessen. Ich bin mit Level 7 immer noch zu weit hinten. Red Buff holen. Skill mal als zweites die. Hallo Lux! Lux! Schade. Oder Zeit, ey. Oh Gott. Da haben wir den ja noch gekriegt. Also hättest du mal ein bisschen früher hier. Ich finde, Nidalee ist so ein Risiko-Champion. Und deswegen kann man die oftmals recht easy snacken. So, der dreht sich nochmal um. Kassadin. Ja, sag ich doch. Hey, geht ja noch. ...1700 Gold habe ich. Ich sollte Spirit Visage mir holen, aber ich glaube, die wurden ein bisschen genervt, kann das sein? So.
Zack over top. Ich weiß nicht, wo ich mein Pinkwort hinstellen soll. Die sind auch einfach rein. Ist ja echt, er ist noch back gegangen, er ist back gegangen. Ich geh nochmal Bot. On my way, Bot. Hey, das könnte das erste Game seit 9 oder 10 sein, dass ich gewinne. Das wäre mal cool. Sehr gut. Sehr gut auf der Botlane gerade. Da kann man schon wieder ein Teleport rein. Oder soll ich nächstes Mal die Kuh maximieren oder irgendwie sowas? Kuh da eh. Ja, da müssen wir jetzt gleich raus. Es ist egal, ob ich meinen Main-Champion spiele oder nicht, ich verliere so oder so immer. Oder wenn es halt mal gut läuft, ich kann auch mit dem Zack, den ich jetzt gerade zum ersten Mal überhaupt spiele, gewinnen. Das ist total weird, ey. Ja, muss ich raus. Ich hatte meine Passive nicht. Mache ich eigentlich Plus, wenn ich hier im Jungle bin? Ja. Haben die was regeln können? Ja, ja. Ich schätze mal, das Spiel können wir gewinnen. So. Bin ich wirklich rein Full Tank mit Zack? Wirklich einfach rein Full Tank? Vielleicht schon. So irgendwie so eine Kleinigkeit und Damage zu machen wäre noch cool auf dem. Aber hier werden immer nur Sachen vorgeschlagen. Irgendwie sowas wie Leandris oder sowas mal. Bricht wieder der Fight aus. Ernsthaft? Ich komme nicht ran. Okay, ich sollte rausgehen.
Ja, die kriegen mich. Kriegen mich. War halt Pech, dass er noch gekommen ist, aber wenigstens macht der Team oben Action. Na, wenigstens etwas. Gegner Cassidy sind immer so strong drauf. Oh schon, ich hab hin. War klar. War so klar. So, das nächste Mal ich den E, damit ich halt öfter springen kann. Da unten war irgendwo noch ein Pinkwort, aber ich habe keine Zeit gehabt, den zu clearen bis jetzt. Da will die Lux den Blubber. Einmal noch smiten. Hallo Nami. Ja, lol. Der ist noch gut weggekommen. Ja, lass einfach Turm holen. Turm holen, pushen, fertig machen. Ich bin halt auch super Tank hier. Ich bin nur irgendwie nicht so begeistert von einem Decent Pop oder so. Ach, verdammt. In meinem Jump wurde ich abgebrochen von einer Nami-Bubble. Das ist nicht so gut. Ich habe noch keine Stelle für mein Pink Ward gefunden. Oh Gott. Und ich hab gedacht, ich krieg den noch ohne Probleme. Sehr gut. Diesmal läuft's da schon besser. Das oder das? Ja, das hier. Nein, Quatsch. Das hier, 1900. Ich denk mal, bis ich wieder respawn, kann ich's mir holen. Ja, das ist schon wieder so ein Game, wo ich mir denke, jo,
Ich habe überhaupt nichts gemacht, ich spiele nicht besser und schlechter als sonst, ich spiele eher nicht so gut. Das ist das erste Mal, wo ich Zack überhaupt in Ranked spiele und einfach so ein bisschen, ja, ein bisschen rum mach, ein bisschen rum troll in Anführungszeichen und trotzdem läuft's. Hab kein Damage, bin nur Tank. Keine Ahnung, was da los ist. Und Top läuft halt gerade mal gut. Mitte und Bot ist ausgeglichen. Die laufen nicht gut, aber sind halt ausgeglichen. Weißt du, keiner von denen gefeedet. Fängt schon mal gut an. Jetzt gerade bin ich wundert, dass so gut läuft. Die erste ist reconnected. disconnected. Hab wieder reconnected. Ja, ich glaube so. Ja, das ist einfach raus. Ich bin super tanky, ey. Ja, lass die Drachen machen. Komm nicht hin. Ja, lass die machen. Alla, Lux hat ihn gekriegt. Die waren da gerade alle zu fünft. Okay, ich werde mir demnächst mal die E zuerst maximieren, weil der Cool davon, der geht ja übelst runter. Der Cooldown geht echt übelst runter. Come on, get it. Ich finde, die Kuh hat einen sehr, sehr langen Cooldown. Das Sinnehulk, damit kann man schon ganz gut clearen. Ich push mal ein bisschen Bot oder so. Lass die mal da oben pushen, die müssen eh in der Mitte deffen, dann push ich hier unten. So ein kleines wenig. Ich verliere gar kein Leben. Huhu, jemand da? Ja, es sind da verbrennt halt. Ich tanke auch super viel hier, aber. Ja, gut, da muss ich jetzt mal raus. Da bin ich extra früh gerade rausgesprungen. Lee hat seinen Teleport dafür verschwendet. Hui. Mal die Krabbe machen. Ich setze hier mal eine 5 hin. Also ein Pink Ward. Everybody's a crack.
Smite auch gern mal. Fülle mich wieder auf ein bisschen. Ja, ich habe mal zwei abgehalten, die mich hier unten gepusht haben. Das war schon gut. Also, ich habe ihn dir auch gelassen. Haben extra einen Kill gesnackt, keine Ulti gebraucht. Dann müssen wir jetzt einfach noch die Booty einnehmen. Jo, der Heal hier. Ja, dann war das mein Sack-Game. Hey, da fliegt er durch die Gegend. Gut. Und Ende.